Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die mit dem Krian. Hallo Yogibär. Hallo Krian. Ja, wir sind hier immer noch an unserem Laden mit den Walking Steve Tools. Und Krian tötet Zombies munter vor sich hin. Ja, die ganze Zeit, ich höre gar nicht mehr auf. Richtig, Krian ist Zombie-Tötungsfabrik geworden. Ja? Ein Monster sozusagen, ein Monster. Ich werde aber jetzt damit aufhören, weil ich habe nur noch einen Pfeil. Das ist nicht gut. Nein, ich möchte nicht unendlich viele Äxte machen. Ich fand aber meine Qualität gar nicht so schlecht. Also mit 30 Pfeilen 400 Zombies getötet ist okay. Ja, das mit 20 Pfeilen 2743 Zombies umgebracht hast, das finde ich schon krass. Also das finde ich, also da muss man... Also ich habe das ja gesehen, also du hattest auf der einen Seite hattest du so ein bisschen Legolas-Style, 5 Pfeile auf einmal und das hatte auch sowas von Wanted. Der Pfeil ich war angetreten. Ich habe ein bisschen Cooking Pot. Ja, das ist gut. Dann gehe ich gleich mal Essen kochen. Mach das. Bist du denn Weil schon? Nein. Bist du schon kochen? Können wir nicht. Nee, können wir nicht. Ja, gut. Bin ich nicht. Dann gibt es kein Essen. Seht das schon? Ja, willst du Kochskillen? Soll ich Kochskillen? Ich habe nichts mehr zum Skillen, ich muss warten. Ich muss auch warten, aber das. Ne, ich hab noch, ich kann hier. Ha! Gar kein Problem. Ich hab erstmal geskillt. Oh. Ja. Ich habe ein bisschen was gefunden. Was gefunden? Nette Sachen. Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön. Eine davon kriegst auch du, auch wenn es eine scheiß Qualität ist, aber du kriegst trotzdem eine davon. Ja, ja. Kommst du kurz hoch mit deinem Cooking Pot? Gleich. Essen, Krian, Hunger. Ja, ich bin hier aber gerade am Looten. Ich habe gerade eine Looting Streak. So. Mach das doch. Dann gehe ich nämlich weiter runter. Buddel ein tiefes Loch. Hallo Zombie. Ja, nein. Du siehst mich nicht. Ich bin hinter einem Baum versteckt. Du musst die Augen schließen. So. Wie bei Bird Box. Wenn du ihn nicht siehst, sieht er dich auch nicht. Ey, du. Ich seh dich aber. So nicht. So nicht, mein Freund. Du kannst nicht einfach hier ankommen und auf Bäume einschlagen. Das ist mein Job. Ibims, ein Yogi-Bär. Ja, sie klauen unsere Jobs. Früher war das hier so, dass sie wirklich noch Bäume abgefällt haben, dass du sie auch looten konntest dann. Ey, ja, geil. Geiler Scheiß. Das heißt, du hättest einen Wald pflanzen können, eine Zombie-Horde hinlocken können und die hätten den Wald für dich umgehauen. Bekomme ich einen Stein? Brauche eine Axt. Meine ist kaputt. Weißt du, Krian? Du bekommst direkt eine ganze Axt, ja? Wow, man muss krass. Ja auch mal, man muss ja auch mal, ja, eine ganze Axt, ja? Extra für dich. Hab ich mir extra, genau, also hab auch ein paar Pünktchen drauf gemalt und kleine Schleifen und also Zeug. Du hättest mir gerade den Cooking Pot eigentlich da lassen können. Hätte ich mal eine Runde kochen gehen können. Aber ich muss sowieso gleich nach oben gehen, ausräumen, weil ich bin wieder eine Cucumber. Ja, du alte Gurke, du. Ich kann damit nicht aufhören. Krian, einmal die Gurke. Gurke, immer Gurke. Ja. Ausdauer. So, okay. Ich gehe hoch, warte. Geh mal hoch. Oh, ich kann nicht hoch, wir haben keine Leiter. Muss halt springen. Ich kann nicht springen. Ja, das ist Gurkenstyle. Yogi! Echt, du kommst da hoch? Wie kommst du da hoch? Da fehlt doch einer. Ja, einfach dran springen. Mr. Gurk. Geh doch. Da kommt selbst die Gurke hoch. Leiter. Ich habe unten eine Leiter hingebaut. Achso. Ich habe gedacht, du hättest dein Gurkendasein überwunden. So, einmal Cooking Pot für dich. Wunderbar. Wunderbar. Dann machen wir hier erstmal. Bacon und Eggs. Bacon und Eggs. Eisen. Noch eins. Blei. Oh, that shit. Schöne Türen. Und ein Bottle Walker. Ich habe ein Wire Tool. Ah, ein Wire Tool. Ich habe schon mal ein Bicycle Handlebars. Nice. Shotgun Muni. Bicycle. Ich habe hier noch Werkzeuge für uns. Ich skill jetzt meinen Influence-Perk und dann werde ich Influencer. Ich habe sogar drei Wire-Tools. Ja, krass. Und ich habe Hunger.
Ich bin schon am Kochen, Krian. Frühstück ist gleich fertig. Es ist ja auch 7:58 Uhr. Da gibt's, weißt du, Krian, da gibt's einfach mal zum Frühstück. Gibt's erstmal hier schön ein bisschen Bacon mit Eggs. Guck mal hier. Schmeiß ich dir raus. Nix mal. Schön. Spiegelei, ne? Dazu ein bisschen Bacon. Dankeschön. Ich will doch, dass du groß und stark wirst, ne? Achso, ich hatte natürlich auch Schnee. Ja. Ja, wenn du Dings hast, wenn du Schnee hast, kannst du mir gerne geben. Und Gläser. Das ist eine Schaufel kreieren. Das ist kein Schnee. Das ist Schnee. Snowballs. So, ein paar Pilze. Nee, das sind Lichter. Das sind gar keine Pilze. Ja, kreieren, vielleicht siehst du auch Lichter, weil du die Pilze gegessen hast. Das sieht aber echt aus wie ein Pilz. Ja. Wie so ein Champignon. Ein Champignon. Aber vielleicht bist du auch der Pilz. Ja, Ich habe denk auch mal. eine Chainsaw gefunden. Kettensäge, ja, ich bin dabei. Ich bin am Start. Gib mir Ja, die die Ketten. bringt uns halt nichts. Die verschwendet viel zu viel Benzin. Ja, das ist egal. Der Wald muss gerodet werden, Krieger. Yogi Bär ist jetzt ein Parkplatz-Business. Weiß mal auf Nationalpark. So, ich gehe jetzt unten mal ein bisschen Ich leg dir Holz hier und mal noch so zwei holen. Eier raus. Ja, okay, aktuell geht. Ich bin jetzt wieder bei 90 und Ich so. hab sie dir trotzdem Also, rausgelegt. Ich tue sie in die Truhe. tu sie in die Truhe. Ich gehe hier mal so ein bisschen Bäume fällen und Stein holen, Ich damit würde sie mich gleich hier. tatsächlich auf den Weg machen in Richtung Trader. Okay, komme ich mit. Aus dem ganz einfachen Grund, der ist kurz vor meinem Rucksack, da ist noch ein bisschen was drin. Ja. Das ist der ganz einfache Grund. Ich bringe dir auch deine Okay. zwei. Oh, da ist ein Baum umgefallen. Oder kriegt einfach mal einen Baum gefällt. Ich bringe dir auch deine zwei Bacon und Eggs mit. Bacon und Eggs. Ich glaube, wir sollten hier aber erstmal prophylaktisch so ein bisschen. Ich kriege zwei Bacon und Eggs. Nur für dich. Hier mal so ein bisschen den hier machen, oder? Bisschen zumachen, sagst du? Sonst zieht so. Das stimmt, das stimmt. Wir wollen ja nicht, dass unsere Working Stiff Tool-Kunden sich einen Zug holen. Das ist nicht gut. So, also ich brauche auf jeden Fall noch Steine ohne Ende. Ich habe nämlich nur noch zwei Pfeile, Junge glaube Mann, ich, wo kommen oder Sie denn her? Da kriegen Sie auch direkt mal einen Pfeil ab. Sie können hier nicht einfach so rumkriechen. Das macht man nicht. Ist hier fremdes Eigentum? ich nehme an, du hast die Spitzhacke nicht mitgenommen, die ich oben reingetan habe. Nö, das habe ich nicht mitgenommen. Davon wusste ich ja nichts. Wie gesagt, ich habe Werkzeug. Spitzhacke, Schaufel, Gardening Hoe. Ja, das ist natürlich dann. Dann gehe ich Eine mal ganz schnell violetten noch hoch. Sledgehammer. Dann gehe ich mal ganz schnell noch hoch und hol mir die. Für mehr Abbau. Fast zu weit gelaufen. Aber nur fast. Einfach mal noch hier oben. Ganz entspannt. Was hat der Krian hier? Der Krian, wo hat der Krian? Ja, wo hat er es denn? Wo hat er es? Da hat er es nicht reingetan. Das ist natürlich die letzte Truhe. In der Mitte. So ein bisschen, ja. Das ist so ein bisschen wie Dings, Hütchenspiel. So, Leder ist hier vorne, oder? Ja. Kann man nämlich auch mal raus. Brauchen wir jetzt ja gerade nicht. Das war jetzt blöd. Man sollte keine Türen zumachen, bevor man nicht durch ist. Manchmal ist es schwierig, ja. Das ja, ist manchmal einfach nicht so effizient. Sagen wir einfach mal so. Yogi Bär. Oh, ich bin schon wieder am Rumstehen. Ich sollte nicht so schnell rennen. Ja. Oh, das müssen wir repairen. Hallo Zombie-Frau. Ich mal ein paar Arrows machen. Hallo. Du musst mir jetzt nicht. Also ich. Nur weil ich dich Achso, du angesprochen bist habe. schon vorgegangen. Ja, ich dachte, wir gehen jetzt los. Ich dachte, du wärst schon. Nee, bist du gar nicht. Du bist da drüben. Ich habe noch Steine gefarmt mit meiner Pickaxe. Ja, finde ich geil. Ich habe meine Pickaxe noch geholt. Ah! Ja, da liegst du nieder. Es kommt So. davon, wenn du mich stalkst, ja. Hier wird nicht gestalkt. Stalken ist ungut. Wie viele Pfeile hast du? Aktuell 21. So, dann gebe ich dir gleich welche, wenn meine fertig sind. Ja, alles gut. Wenn ich gleich bei meinem Rucksack bin. Okay, dann halt nicht. Nein, ich nehme natürlich doch alles. Ich nehme Nee, jetzt, nee, jetzt, alles. nee. Alles ab 200 nehme ich. Ja. Wenn du nicht mehr willst.
Bist undankbar. Ach, das bist du, der hier gerade rumgehüpft ist. Ich bin nicht gehüpft, ich bin gegangen. Bruder, du hast mir so zärtlich ins Ohr gestöhnt. Ich dachte, du magst das. Ja, ich fand's jetzt auch nicht schlecht. Also das sollte jetzt keine Beschwerde sein. Es war eher ein, ich habe es zur Kenntnis genommen. Ja? Ah! In dein Gesicht. Ah! Mr. Zombie. Mr. Zombie. Zombie. Mir querfällt ein, oder? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich muss eh hier ein bisschen Baumwolle mitnehmen. Cotton Was hast du gerade gesagt? Ein bisschen Baumwolle muss ich mitnehmen. Nein. Hast du gerade Zombieber gesagt? Zombieber, ja. Hast du den Film gesehen? Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Hast du ihn gesehen? Ja, natürlich habe ich den gesehen. Wie ist er? Auf einer Skala von 1 bis minus 5. In welcher, welcher Skala nehmen wir dann? Also welche Einheiten? Schlecht bis sehr schlecht. Keine Ahnung. Ja, das ist ja immer die Frage. Ich meine, es ist halt genau so, wie man sich ihn vorstellt, wenn es einen Film gibt, der Zombieber heißt. Ja, nice. Das finde ich gut. Aber da sind relativ attraktive Frauen dabei, also ist er wieder gut. Relativ attraktiv, okay, ich sehe schon. Ja, mein Mitbewohner hat damals irgendwie diesen Trailer gefunden und fand ihn ultra geil und hat uns 5000 Mal diesen Trailer gezeigt. Ja. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Ja, zu Recht. Also, ich habe ihn gesehen, den Namen gehört und so, okay, gucken wir. Scheiß auf Trailer, scheiß auf alles. Der Name allein hat sich schon qualifiziert, dass wir uns ihn anschauen mussten. Das ist verständlich. So. Ja, war halt so, wie man erwarten kann bei einem Film, der Zombieber heißt. Ja, das ist so, ja. Sehe ich. Allerdings kommt ein kleiner Spring ins Feld. Sehe ich. Sehe ich uns. Hallo, junges Schinkengesicht? Das ist ein Schinkengesicht, Kria. Wieso? Kennst du dieses Bild von dem Labrador, der so eine Scheibe Schinken auf dem Gesicht liegen hat? Nein. Es gibt auf Facebook, ging so ein, oder nicht nur auf Facebook, auf vielen Plattformen, ging so ein Oax rum, da war so ein Labrador und der hat so eine Scheibe gekochten Schinken im Gesicht liegen. Und wenn du nicht genau hingeguckt hast, sah das halt aus, als wäre es eine Verbrennung. Und darunter war dann, dieser Hund hat seine Familie aus den Flammen gerettet und sich dabei diese üble Verbrennung zugezogen. Und ja, ist halt einfach nur ein Hund, dem eine Scheibe Schinken im Gesicht liegt. Und ich finde, genau so sehen diese Zombies auch aus. Also nicht so süß. Der Hund ist süßer, muss man sagen. Aber grundsätzlich. So. Oh, ein kleines Nest. Gut, dann auf geht's. Gehen wir mal zum Trader, dass wir die Aufgabe erledigt haben. Wir können ja außen rum gehen. Ja, aber ich gehe eigentlich sogar in dem Sinne ganz gerne hier durch das Biom, weil hier findest du relativ viele Vogelnester, finde ich. Ja, wenn man sie halt gut sieht. Das ist definitiv ein Punkt, der komplett der Wahrheit entspricht. Und jetzt mit Pfeil und Bogen kann ja ruhig auch ein Geier kommen. Der Geier kann mich mal. Hallo, brennt der Zombie, guten Tag. Mein Stein. Ist hier wieder übrigens ein Familientreffen vorgesehen, der Familie Yogi-Bär, oder? Also das ist privat, ja. Da darf ich mich nicht äußern zu. Das letzte Mal habe ich aufs Maul bekommen von meinen Familienmitgliedern, weil einfach auf einmal so viele da standen und ich dich mitgebracht habe, ja, Krian? Die haben erstmal gedacht, alter Junge, was ist das? Dass ich einfach Fremden mitbringen. Na gut, dann haben wir geredet. Und jetzt darf ich halt einfach nur nicht mehr drüber reden, wann das nächste Bärentreffen ist. Also quasi Regel 1 des Bärenclans, man spricht nicht über den Bärenclan. Richtig. Und Regel 2, du sprichst nicht über den Bärenclan. Und ja, du kannst halt auch nicht irgendwie Mitglied werden, das wirst du nur durch Geburt oder Anheirat. Und ja, sorry, ne? Heiraten stand jetzt nicht so auf dem Plan, Krian. Das tut mir leid. Nicht. Hallo Kerzen. La 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 la. Eigentlich zu spät. Was denn? Ja, mit Kerzen. Ja. Advent ist vorbei. Advent ist definitiv vorbei. Heilige Drei Könige auch. Was? Achso, ja doch, klar. Ja, also bis die Folge rauskommt. Aktuell noch nicht. Machen wir wieder zu, ne? Das ist Dienstag, haben wir gerade, gell? Das dürfte die Dienstag. Hallo? Ja, natürlich, holy shit. Hallo. Was hast du denn für Jobs hier? Ich brauche deinen Job. Oh, eine Fetch in 300 Metern. Ich habe eine Fetch in 690 und in 777 Meter. Genau, also ich habe eine in 300. Dann nehme ich die in
In die in 690. Machen wir erst deine, dann meine. Fetch ist doch das mitgehen lassen, gell? Ja, glaub schon. Aber ich würde erst gern meinen Loot. Ja, wobei, wir können meine Quest und dann meinen Loot. Oder erst meinen Loot und dann eine Quest. Okay, meine Quest ist im Süden. Gut, ich share dir jetzt mal meine Quest. Ja. Moment, da war die Quest. So, du solltest einen Quest-Share haben. Ja, okay, warte, ich will... Deine ist im Süden, dann lass uns deine erst machen, weil im Süden ist auch mein Loot. Du solltest jetzt auch von mir ein Quest-Ding mitbekommen haben. Hab da was bekommen, ich nehme das mal an. Kannst du sie nochmal schicken? Zombies sind da. Ja, das ist ja okay. Share with Allies. Weil, also du kriegst sie nur angezeigt, aber nicht markiert. Ja, ich krieg sie nicht mal angezeigt, das ist mein Problem gerade. Also normalerweise habe ich die unten und kann die annehmen. Aber, ja. Dann mit everyone? Nö. Also ich habe auch ange... Wow, Geier! Oh, nicht Geier. Ich bin nördlich, nein, südlich vom Trader. Ach, du bist schon ganz raus. Bin raus, ja. Sag aha, was. Geier, du bist tot. Du bist so tot. Aber du gibst Federn. Aber irgendwie also konnte ich deine Quest nicht annehmen. Ich kann sie auch nicht annehmen. Ich habe nur halt angezeigt bekommen, wo halt der Marker ist. Ah, okay, ist dann ist das vielleicht... Nee, normalerweise müsste da unten in Shared Quests halt das stehen. Also ich sehe deine Quest bei 725, 732 und meine ist bei 725. Nee, das ist unser Punkt, ich Idiot. Deine sehe ich bei 60, 673 und meins ist bei 541, 606. Also meine ist deutlich südlicher als deine. Ja, ich sehe deine nicht. Deine ist in der Richtung bei mir. Da. So Süd-Südost. Ja, da. Also ich würde jetzt mal straight Richtung Süden laufen, weil da ist mein Loot auch. Ja, und meine ist... Nee, das ist deine. Warte, ich bin... Nee, mein Loot im Sinne von meinem Rucksack. Ja. Und also meine Quest ist eher so Südost-Ost. Also Ost-Südost. Daher, ja. Geh dir einfach mal nach und dann schauen wir mal. Eben, machen wir einfach mal. Laufen wir einfach mal durch. Das Ganze ein bisschen. Wir müssen dann eh gucken, wo wir dann über Nacht bleiben. Müssen wir irgendwas zwischendurch finden. Ja, so ein kleines. Später. Ein kleines Motel, ja. Wo wir uns häuslich einrichten, ein Stückchen Kaffee trinken. Weil hier ist ja eine Tanke in der Nähe, glaube ich. Ja, Tanke ist immer gut, ja. Die haben kleine Sandwiches. Boah. Du kennst doch diese Gammel-Sandwiches, die es überall gibt. Also diese, die du kaufst und essen kannst, mit so Thunfisch. Ja, diese Plastik drumherum. Genau, die immer so ungetoastet und so. Und die eigentlich kein Mensch kauft. Ich kaufe die ab und zu. Also, ich habe ab und zu Bock drauf. Das ist wie ich ab und zu Bock auf Maggis habe. Merken scheiße, die mit Thunfisch sind geil. Ja, aber Maggis ist was anderes als dieses Zeug. Nein. Das sind wie diese fertigen, in Plastik verschweißten Schnitzel. Die XXL-Schnitzel. Ja, die von außen halt schon so aussehen, als würden sie eigentlich gerade wiederleben. Ja, nee, auf jeden Fall. Wenn ich mir die kaufe, dann ist das so, ich habe Hunger, ich bin am Einkaufen, ich habe Bock auf was Matschiges. Ich kaufe das, esse das im Auto, auf der Rückfahrt. Ja, Aldi. Ich glaube nur Aldi tatsächlich. Letztens Rückrufaktion von den Dingern. So, oh shit. Also, ich habe lange keins mehr gegessen, bestimmt 4-5 Monate keins. Und auch nicht die ich essen würde. Ich dachte so, yo, stell dir mal vor, du isst so ein Ding und eine Woche später kommt die Rückrufaktion, weil Glas drin, Plastik, keine Ahnung was, Salmonellen. Und diese Rückrufaktionen sind ja immer mit Ablaufdatum und so. Und du denkst dir so, yo, aus der Packung genommen, ins Gesicht geschoben, GG. Und weg damit, ja. So. Kommen wir mal im Rucksack näher. Vor allen Dingen ist es schon Wüstenbiom dann. Ja. Hui, ich bin im Sand. Ja, ich bin dann so kurz vor der Grenze gestorben. Erstmal ein Stückchen Wasser. Ah, hier ist auch nicht mehr dieser hässliche Wind. Im Brandbiom. Das klärt sich ein bisschen auf. Wir sind in der Wüste angekommen. Ich bin erstmal in Kaktus reingerannt. Geil. Ja, muss man. Es steht im 7 Days to Die Grundgesetz. Oh ja.
Wenn da ein Kaktus ist, so renne in ihn hinein. Richtig. Finde ich gut. Finde ich gut. So, wo ist mein Rucksack jetzt hier runtergerutscht? Habe ich noch ein besseres Stück Holz? Upsala. Naja. Ich höre da jemand was abbauen. Ja, das meine ich. Bist du. Oh, eine Schlange rechts neben mir. Ist das hier mein Rucksack? Ja. Okay. Ich lege. Wohin nun? Ich habe meine Klamotten automatisch angezogen. Was ist da los? Ja, ich dachte, der legt das, glaube ich, direkt wieder auf dem Platz, auf dem es war. Und da du die anhattest, nehme ich an, dass es dann halt auch direkt wieder. Oh, hier ist das Schlängle. Das Schlängle ist halb im Wald. Halb im Bau. Ich hasse diese Schlangen. Halb im Berg. Die sind vor allem blöd zu treffen. Also, meine Quest wäre jetzt wieder zurück. Meine Quest ist quasi ein bisschen nach Nordost. Genau. Ja, dann nehmen wir die doch. Also, ich sehe sie zwar nicht, aber. Wir können ja mal hingehen und gucken, was passiert. So ein bisschen. Da, ein bisschen zurück. Ja, ich laufe dir einfach nach. Da so. Damit ich den Punkt auch auf jeden Fall finde, habe ich jetzt noch einen Waypoint drauf. Das habe ich dann Ausrufezeichen, einen Marker und mein rotes Fähnchen. Hast alles dabei sozusagen. Ich bin ein bisschen Gurke gerade. Du bist Gurke? Ja, ich bin ein bisschen Gurke. Aber ich glaube, deine Quest können wir eh erst nächste Folge machen. Ja, da unten ist die Stadt. Das ist 100 pro wieder diese beschissene Aufgabe, die ich schon mal hatte, an der ich gestorben bin, weil du mich dann in den Stich gelassen hast. Weil du da unten in die Tiermenge mit dem Körper reingesprungen bist, hast du? Das ist nicht cool. Aber in der Stadt können wir clearen und auch überleben. Übernachten. Übernachten können wir auf jeden Fall. Da machen wir eine Kiste hin, hauen alles rein und dann wird gemacht, oder? Genau, würde ich auch sagen. Ja gut, dann nächste Folge kommt am Donnerstag. Wenn jetzt Dienstag ist, am Donnerstag, ja. Und wenn jetzt Donnerstag ist, dann am Samstag. 18 Uhr auf jeden Fall. Ja, haut rein, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und bye bye. Tschö.